Hallo, liebe Kinobesucherinnen und Kinobesucher. Beste Grüße hier aus Brüssel, aus dem Europaparlament. Mein Name ist Arne Lietz und ich bin der SPD-Europaabgeordnete für Sachsen-Anhalt. Und habt ihr herzlich Dank, dass ihr heute ins Burgtheater gekommen seid, um den 7. Film der Filmreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung anzusehen. Der polnisch-dänische Spielfilm Ida nimmt uns mit in das Polen der 1960er Jahre und handelt von dem Spannungsfeld zwischen Sozialismus, Antisemitismus und Katholizismus. Die zentrale Frage ist hier, wie geht es in Polen Anfang der 60er Jahre mit diesen Kriegsereignissen um? Und der Oscar-prämierte Film Ida gibt hier einen sehr guten Einblick. Erinnerungskultur ist ein geflügeltes Wort und auch wichtig in unserer deutschen, polnischen, aber auch der europäischen Geschichtsaufarbeitung. Ich bin selbst Mitglied im parlamentarischen Ring des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Und diese humanitäre Organisation widmet sich dem Motto am Dienst an den Menschen, am Dienst am Frieden, unter anderem in internationaler Zusammenarbeit und Verständigung der Geschichtsaufarbeitung. Erst vor wenigen Wochen durfte ich zwei Jugendliche kennenlernen, die über diesen Volksbund ein freiwilliges soziales Jahr nach Frankreich absolvierten und in der Nähe von Straßburg bei einem deutsch-polnischen, französischen Jugendgruppen eben ihnen dort helfen, das ehemalige Konzentrationslager, aber auch einzelne Schicksale aus der Kriegszeit zu erklären, näher zu bringen. Eine gewichtige und notwendige Arbeit in meinem vollen Respekt verdient. Und ich selber war als Abgeordneter unterwegs mit dem Verein Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, der Organisation, mit dem ich meinen Dienst zum Thema Geschichte absolvieren konnte. Das war in Amerika, in Boston, wo ich in einer Lehrerinstitution zum Thema Holocaust, zum Thema Diktaturen und zum Thema internationales Recht, das sich daraus entwickelt hat, selber lernen, aber dann auch unterrichten konnte. Und von daher ist es mir auch lange ein persönliches Anliegen, Geschichte mit einzubringen, auch in jetzt meine politische Arbeit. Und ich wünsche Ihnen aber heute ein erst einmal interessantes Kinoerlebnis, eine gute Diskussion mit Lukas Gusinik von den Polenstudien der Universität Jena. Und verbleibe mit besten Grüßen aus Brüssel. Ich selber habe den Film gesehen und war sehr bewegt von ihm. Wünsche auch dieses heute bei Ihnen, bei euch in der Runde und bis dann alles Gute. Tschüss, Arne Lietz.